Du liebst die Nordsee, weißt, wie wichtig all unsere Meere sind und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel, denn davon gibt's immer noch viel zu viel. Gotback, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug eingesammelt wird. Nicht hier, sondern in Indonesien. Da ist das Problem noch viel größer und da landet auch so mancher Plastikmüll aus Europa. Bei Cleanups haben sie dort inzwischen 1 Million Kilo Plastik eingesammelt und so dem Meer etwas Gutes getan. Was machen die von Gotback mit dem eingesammelten Zeug? Ocean Impact Plastic nennen sie das. Sie verwerten es, machen daraus richtig coole Sachen. Rucksäcke, Koffer, Taschen, stylisch und total angesagt. Damit unterwegs zu sein, ist ein Statement. Gotback, weltweit der erste Rucksack, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Guck dir gleich mal die Kollektion an. www.got-bag.com. Mit dem Code Nordsee10 bekommst du zurzeit 10% Rabatt. Dann bist du stylisch unterwegs und unsere Meere freuen sich. Das war Werbung. Und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben Nordsee-Fans. Schön, dass ihr wieder da seid, wo auch immer ihr mir zuhört. Heute geht's direkt nach Nordstrand. Und da kümmern wir uns um ein Getränk, unter anderem um ein Getränk, das Kultstatus in Nordfriesland hat, um das Nationalgetränk der Friesen, dass man aus einer normalen Kaffeetasse trinkt und nicht aus einer Tasse mit Fuß und schon auf gar keinen Fall aus einer Tasse, auf der draufsteht, was drin ist. Denn was drin ist, das soll eigentlich ein Geheimnis sein beim Pharisäer. Darum dreht sich heute alles. Und die Geschichte, wie der Pharisäer entstanden ist, die ist wirklich unglaublich. Die erzählt uns gleich der Inhaber des Pharisäerhofs auf Nordstrand, dort, wo der erste Pharisäer getrunken wurde. Und ich will euch noch ein paar andere Dinge erzählen, worauf ihr achten müsst, falls ihr Pharisäer trinkt. Also, normale Kaffeetasse habe ich schon gesagt, auf keinen Fall einen Strohhalm nehmen und auch keine Sprühsahne, denn Sprühsahne ist nicht so geruchsdicht und damit ahnt ihr schon, worum es in Nordfriesen damals ging. Und falls ihr euch den Pharisäer in einem Lokal bestellt, auf gar keinen Fall die Sahne umrühren. Das kostet in Nordfriesland eine Lokalrunde. Also den Kaffee und all das, was sonst noch so drin ist, schön durch die Sahne schlürfen. Tja, und jetzt gehen wir nach Nordstrand. Und Detlef Scheler erzählt uns nicht nur was zu diesem Kultgetränk, sondern auch zu seinem Leben auf Nordstrand, was er dort so genießt. Und er erzählt uns Spannendes zum Pharisäerhof. Denn da hat er in den letzten Jahren angebaut und es ist etwas Spannendes entstanden. Ein Hundehotel. Da ist was los auf Nordstrand. Also auf zum Pharisäerhof. Moin, Herr Scheler. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer? Moin erstmal. Ja, gestern Abend. Also wir haben gestern Abend, musste ich mit dem Auto noch 2, 3 Sachen erledigen und dann gesagt, komm, jetzt fährst du schnell noch mal hoch zum Deich. Mal ausgestiegen, 3-mal Luft geholt und dann noch 1 Stunde weitergearbeitet, aber so eine kleine Auszeit. Gestern Abend. Mhm. Ja, aber sonst schaffen wir es nicht so oft. Ich glaube, die Urlauber schaffen öfter ans Meer wie wir. Ja, die Urlauber sehen sich gerade ans Meer. Ja, die wollen ja auch. Ne? Das ist ja auch der Sinn der Übung. Aber sonst, wir gehen schon regelmäßig immer mal ein bisschen, ne, durchpusten, die Seele baumeln lassen, mal für eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde reicht schon. Dann ist aber auch so, dann ist man so weit weg auf einmal, man kann recht schnell abschalten am Meer. Deswegen lieben wir es auch alle so. Ja, ich glaube auch. Und dann geht es wieder zurück in Ihren Pharisäerhof, den Sie ja betreiben, der Ursprung des norddeutschen Kultgetränks Pharisäer. Ja, richtig, genau. Der ist bei Ihnen im Haus, in Ihren Mauern, ist der tatsächlich erfunden worden? Ist das nur eine Erzählung oder ist das irgendwie belegt? Nee, das ist tatsächlich belegt. Das kann man in der Kirche in diesen Chronikbüchern nachlesen. Es gab im Jahre 1800, was, wo waren wir jetzt? 69, glaube ich. 1869 hat hier das Pastoriat gewechselt. Da kam ein neuer Pastor, der hieß Bleier. Und der Gute hat sich seine Schäfchen hier angeguckt
und war mit seiner Gemeinde zufrieden und alles und hat dann gemerkt, dass die doch immer gerne mal einen Drink zu sich nehmen, wenn mal so Feiern anstehen, wie auch immer. Und dann irgendwann hat er festgestellt, dass im Winter, wenn die Arbeit getan war, eigentlich, heute haben wir Formel 1, Thomas Gottschalk, Wetten, das, was weiß ich, so. Und früher hatten die ja nichts, die hatten ja nur die Kirche. Und dann waren die oft alleine zu Hause, Medien gab es halt nicht, und dann haben die öfter mal so, das waren keine Säufer, aber die haben öfter mal eingetrunken, haben auch mal Karten gespielt, und das soll angeblich so schon im Suff auch mal so ein Hof verspielt worden sein, so. Ohne dass es Säufer sind. Ja, ist so. Das soll, sagt man, ne? Und dann hat der Pastor gesagt, komm, stopp, hier gibt's jetzt keinen Alkohol mehr auf der Insel. So, und dann waren die natürlich schwer beleidigt, die Nordstrander. Verständlicherweise. Und dann haben die irgendwann gesagt, gut, ja, ist okay. Uns geht's dadurch, es ist schon okay. Nur wenn Feiern waren, Hochzeiten, Geburtstag, eine Beerdigung, Fellversaufen, das geht natürlich nicht ohne Alkohol. So, und dann haben die das immer so gelegt, dass der Pastor nicht dabei war. Und hier im Haus ist es dann passiert bei irgendeiner Taufe. Man weiß nicht genau, ob es das dritte oder vierte Kind war. Das weiß man nicht so ganz genau. Da hat dann der Pastor sich mit eingeladen. Und dann hat der Bauer hier gesagt, so, jetzt haben wir ein Problem. Wie regeln wir denn das? Wir wollen ja eigentlich ein bisschen das Kind auch begießen, sonst wird das ja kein strammer Kerl, ne? Oder ein strammes Mädchen, ne? So. Und dann hat er zu seiner Magd gesagt, ich habe eine Idee. Wir kochen ordentlich starken Kaffee, machen den ordentlich süß mit Zucker und dann kommt eine ordentliche Portion Rum rein. Und damit man das nicht riecht, machen wir oben eine Sahnehaube drüber. Und dann hatte seine Magd die Anweisung, bitteschön, du gibst dem Pastor Rum, Quatsch, Kaffee, Zucker und Sahne, aber kein Rum. Er sollte immer den trockenen Kaffee kriegen, ne? Also wo kein Alkohol drin war. Und das hat auch geklappt. Und er hat sich nur gewundert, dass die irgendwann zu später Stunde die Party immer lustiger wurde. Und irgendwie hatte er wohl einen kleinen Verdacht. Aber er wusste halt nichts, ne? So, und dann war irgendwann wohl die Magd wohl so bedüdelt, dass die dann aus Versehen ihm einen falschen gegeben hat. Ach du meine Ja, Güte. das war da, ja. Und dann ist er aufgesprungen und hat gerufen, ihr Pharisäer, ihr Verräter. Pharisäer ist ja der Verräter. Genau. Daher kommt der Ja, genau. Und Name. daher kommt das. Und dann hat die Gemeinde sich, die haben sowas von gelacht. Die konnten, haben sich gar nicht mehr einbekommen und haben dann gesagt, so, das ist jetzt der Name für unser Getränk. Und dann soll er sich, das weiß man aber, das ist nicht so richtig belegt, das ist so Mundpropaganda, dann soll er sich hingesetzt haben und gesagt haben, so schlecht schmeckt das Zeug ja doch nicht. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen aus dem Bereich der Fabel. Aber das andere ist tatsächlich so, hier bei unserem Vorgänger, bei unserem Bauer Johannsen hier passiert. So. Wir sind Seitdem wird auf Nordstrand und in Nordfriesland ja. Pharisäer getrunken. Wie Ja, oft trinken Sie denn so einen Pharisäer? gar nicht. Gar nicht. Nein, ich kann das, also ich, wenn du hier 7 Tage in der Woche arbeitest, kann ich das nicht ab. Im Winter mal, ja, mal ein, mit einem richtig, wenn so richtig gute Freunde da sind, schon mal, ne? Aber nee, also ich liebe zwar Rum und ich liebe Kaffee, aber eigentlich nur schwarz. Und also den Kaffee. Und ich bin nicht so ein Pharisäer-Trinker. Obwohl das Zeug richtig lecker schmeckt, das ist ja das Gefährliche. Durch das Süße und den Kaffee wirst du aufgeputscht. Der Alkohol, der bringt dich völlig durcheinander. Und nach 4, 5 Stück weißt du gar nicht mehr, wie die Welt dreht. Das sind auch 4 cl. Sie haben dann 8. Bei 4 Pharisäer haben sie 8 Schnaps weg. Du Das meine sind also Güte. acht kleine Gläschen. Und wir sagen auch immer unseren Gästen, wenn sie kommen, wir trinken jetzt erstmal Pharisäer. Ich sage, sind Sie mit dem Auto da? Ja. Ich sage dann aber bitte nur einen. Ich sage, und bitte denken Sie dran, Sie haben 4 cl rum zu sich genommen. Ich sage, bitte immer dran denken. Nicht, wenn mal was passiert, dass Sie sagen, das haben wir gar nicht gewusst. Ja, weil du schmeckst das so gar nicht raus. Ne? Wir wissen irgendwann bedüdelt, ne? So. Wahnsinn. Aber es ist schon lecker. Wird es heute immer noch nach genau dem Rezept gemacht oder Ja. wie macht ihr heute den Original, ja. Pharisäer? Original, heißer Kaffee, 2 Teelöffel voll Zucker und dann kommen 4 cl Rum rein. Den Rum wärmen wir auch etwas an, damit der Kaffee ordentlich heiß bleibt. Wir nehmen auch nur den richtig guten Johannsen Rum aus Flensburg, weil das sind die einzigen, da kriegst du das beste Aroma raus. Ja, die haben verschiedene Sorten. Wir nehmen auch einen relativ hochwertigen. Also wer das mal zu Hause machen möchte, bitte keinen billigen Rum, wo kein
der entwickelt kein Aroma. Okay. Der verfliegt zu schnell. Und dann Sahne drauf, damit keiner es mitkriegt. Ja, genau. Und dann Sahne drauf. Und das ist so lecker, das Zeug. Und so gefährlich, ne, wenn man, also die Gäste, die hier, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man 7 Stück schafft, dann darf man Tasse, Untertasse und Löffel mitnehmen. Und da wir hier nur mit Winterling Indisch Blau arbeiten, das sind ja so, das ist die Originaltasse. Da steht auch nicht das Wort Pharisäer drauf, um Himmels Willen. Ne, es war ja heimlich. Ne? Man sagt auch nicht Prost, wenn man Pharisäer trinkt, man sagt Tschüss. Ne? Man sagt Tschüss, okay. Und es gibt es in diesen blauen Tassen, in denen man immer die Abbildungen sieht, in denen wird da auch bei euch getrunken? Nur da drin und nicht mit dem Wort drauf. Und auch nur die normalen, konischen 180 Kubik, 210 Kubik, ich habe keine Ahnung, die normalen Kaffeetassen. Die ganz normalen Kaffeetassen. Das ist das Original. Da ist das drinne passiert. Und alles andere, die hohen Tassen mit dem Henkel dran oder wo es Wort drin steht, das ist alles Versuche der Vermarktung. Aber das Original, ganz normale Tasse, Indisch Blau, Winterling, fertig. Aber wer schafft es, 7 Pharisäer zu trinken? Keiner, das ist das Problem. Wir hatten mal 2 Bremer hier, 2 Ehepaare aus Bremen. Und dann haben die am vorletzten Tag, bevor sie wieder nach Hause sind, das waren ganz liebe Leute, ich weiß den Namen leider nicht mehr, die haben ihre beiden Damen in den Hofladen geschickt und gesagt, ihr geht jetzt mal 2 Stunden da nochmal in Ruhe euch schon was aussuchen, so wie wir für zu Hause. Und wir beide verdienen uns jetzt jede eine Tasse, eine Untertasse und einen Löffel. So, dann sind die hin, haben sich hingesetzt, den ersten getrunken, den zweiten getrunken, den dritten getrunken. Dann hat der erste schon gesagt, ich muss mal eine kleine Pause machen. Dann haben sie sich den vierten bestellt. Und als sie dann den fünften weg hatten, sind sie beide Arm in Arm bei uns aus dem Café durch die Lobby in den Hofladen. Sind bald umgefallen beide, haben gesagt, Mädels, ihr könnt noch ein bisschen länger shoppen, wir gehen jetzt ins Bett. Die waren fertig, die waren durch. Aber die waren so lieb und nett, denen haben wir dann Tasse und Teller mitgegeben. Haben gesagt, komm, nehmt das mal mit, das war so niedlich, was ihr hier gemacht habt. Aber es hat noch keiner geschafft. Also ich glaube, ich würde auch keine 7 schaffen, auf keinen Fall. 14 Schnaps, bin ich tot. Nee, das geht überhaupt gar nicht, Nee, so ich schaffe ja nicht mal im Jahr. Ja, aber das war so eine Anekdote, die fanden wir, die hat hier auch wochenlang, unsere ganze Crew hat wochenlang darüber noch erzählt. Weißt du doch, die beiden Bremer, die waren klasse. Und der Pharisäerhof, euer Pharisäerhof ist ja auch nach dem Pharisäer dann irgendwann benannt worden. Das ist ein alter Familienbetrieb auf Nordstrand, ne? Ja, wir sind aber die Einzigen, die nicht zum Familienclan gehören. Wir sind die Ersten, oder andersrum, wir sind die Ersten, die nicht dazu gehören. Der Familien, das Ding wurde immer im Familienbesitz weitergegeben in irgendeiner Form. Mal an den Cousin, mal an den Neffen, mal an die Tochter, keine Ahnung, irgendwie. Und der letzte Eigentümer, Familie Martens, der hatte 4 Kinder und die wollten alle nicht so richtig. Da waren Töchter dabei, die haben geheiratet irgendwo auf dem Bauernhof mit Ferienwohnungen. Wir haben gesagt, wir haben unseren Job hier. Und der eine Sohn ist Versicherungsmakler. Er hat gesagt, nee, ich mache Versicherungsmakler und das ist alles so ein bisschen. Und dann stand das Ding auf einmal zum Verkauf. Und als wir es gekauft haben, war es schon 25 Jahre lang ein Café. Mhm. Genau, nee, 20 Jahre, ne? 20 Jahre lang hatte er das und wir haben dieses Jahr 30-Jähriges. Wir sind jetzt mittlerweile 10 Jahre hier, sie haben 10 Jahre rum und wir haben dieses Jahr eigentlich 30-jähriges Kaffee-Jubiläum. Und davor war es ein, ich meine, Schweinebauer? Ich glaube, der hatte Schweine. Mhm. Oh, nicht passend, kann ich Ihnen jetzt gar nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall Tierzucht. Ne? Ja. Dann hat er irgendwann gesagt, komm, mit Kuchenbacken und Kaffee verkaufen kann man mehr Geld verdienen, als mit Schweine- oder Rinderzucht oder wie auch immer. Und dann hat der gesagt, wir machen sowas mal. So. Das ist auch deshalb entstanden, weil die Frau Martens, die hat so gut gebacken, dass sie immer die Nachbarn versorgt hat. Und die Nachbarn hier rundherum haben dann gesagt, du, ihr müsst das gewerblich machen, das ist so toll. So, und dann haben die angefangen in so einem ganz kleinen Raum mit 20 Plätzen. Dann mussten sie ganz schnell noch einen Raum dazu nehmen. Und nach einem Jahr ist es wohl so schnell expandiert, dass die Busgruppen sich angemeldet haben. Dann hat er einen Teil von seinem Schweinestall weggemacht. Und dann hat er gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt kommen die Schweine ganz weg. Ich meine, es waren Schweine. Jetzt kommen die Schweine ganz weg und jetzt machen wir komplett. Und jetzt ist alles, was früher Schweinestall war, ist jetzt Frühstücksraum, Lounge und Hofladen. Was hast du denn vorher gemacht, dass du dich dann entschieden hast, du übernimmst jetzt den Pharisäerhof auf Nordstrand? Kommst du von der Küste? Ja. Nein, ja, ich bin gebürtiger Hamburger, also nicht ganz Küste, aber wir fühlen uns eigentlich richtig norddeutsch. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, Sturm- und Drangzeit in Hamburg
und bin vorbelastet. 4, 5 Generationen, 6 Generationen lang waren alles Binnenschiffer. Wir sind also mit dem Frachtschiff quer Europa gefahren. Meine Vorfahren alle. Mein Ururopa, der stammt aus Schlesien. Die hatten früher so Dampfschiffe und Schleppkähne auf der Oder. Und das ist dann immer so weitergegangen. Und mein Papa ist nach dem Krieg in Hamburg gelandet, nach 45, und hat dann in Hamburg angefangen mit einem ganz kleinen Schute und hat dann so nach und nach sich vergrößert. Und da war für mich eigentlich klar, dass ich auch Binnenschiffer werde. Und das habe ich dann 30 Jahre lang gemacht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt machen wir die letzten Jahre und das ganz gemütlich, wir kaufen uns einen Kaffee. Und wenn es geht, an der Nordsee. Und wenn es geht, auf einer Insel. So, es hat nicht ganz geklappt. Wir hatten einmal Verhandlungen geführt auf Perform. Da sind wir mit den Leuten nicht klargekommen. Und dann sind wir dadurch hier auf Nordstrand gelandet und haben dann mitbekommen, dass der Pharisäerhof zu verkaufen ist. Und dann. Und der Wechsel von Binnenschifffahrt auf Pharisäerhof, wie war der für dich und deine Frau? Katastrophe. Innerlich, für mich. Ja, weil die Liebe ist immer noch auf dem Wasser. Ich telefoniere immer noch mit 2, 3 ganz lieben, netten Freunden, Kumpels. Der eine fährt immer von Hamburg nach Rendsburg mit Futtermittel und dann von Kiel oder von Rendsburg oder irgendwie wieder mit Getreide nach Hamburg, Agrargüter. Wir haben eigentlich so einmal in der Woche immer so ein bisschen Kontakt und er erklärt mir immer noch. Ich bin eigentlich immer noch so ein bisschen dabei. So. Das Herz ist immer noch auf dem Wasser. Das Herz bleibt auch auf dem Wasser, ja. Wie war das denn, als ihr auf Nordstrand wart? Wie reagieren denn dann so die Einheimischen, wenn da jetzt so ein Binnenschiffer, der aus Hamburg kommt, den Pharisäerhof übernimmt? Ja, also erstmal ist man ein Geestflüchtling, so. Und das heißt also erstmal der Geest auf die Insel geflüchtet. Das ist witzig, ganz lustig. Dann wirst du erstmal beäugt. Dann wirst du erstmal genau fixiert. Kommt da jetzt so ein, ich sag's mal jetzt ganz salopp, ein Großkotz aus der Großstadt und will hier alles umdrehen. So. Und dann merken die irgendwann, der ist ja so wie du und ich. Der hilft hier, der hilft da mal. Hat keine Stahlallüren oder irgendwie sowas. Was weiß ich, wie die denken. So. Und dann wirst du relativ schnell in der Gemeinde aufgenommen. Was hier zählt, ist die absolute Ehrlichkeit. Also das finde ich faszinierend, weil das war bei uns in der Branche, in der Speditionsbranche genauso, weil du hast per Telefon Sachen abgesprochen und da muss man sich an Absprachen halten. Also ich brauche nicht 1000 Zertifizierungen und Verträge, mir reicht der Handschlag und das Auge. Mhm. Am Auge erkenne ich, ob das ein vernünftiger Mensch ist oder nicht. Ja. Und das haben die an uns erkannt, dass wir normale Menschen sind und dann wurden wir in der Gemeinschaft ganz schnell hier aufgenommen. So ein Vierteljahr später bin ich mal zu unserem Nachbarn rüber, habe mir mal so einen Liter Milch geholt, direkt so frisch vom Bauern, was ja für uns als Binnenschiffer halt bisher an sowas gar nicht rangekommen. Du hast ja immer nur ein Tetra-Pack-Zeug da gehabt, irgendwo im Supermarkt. Und dann lief er so auf und ab in seinem Zimmer und dann ich sage, was hast du denn heute? Du bist ja so nervös. Heute Nacht soll es gewittern. Ich sage, jo, und? Sagt er, ich muss meine Silage einfahren, hier diese großen Elefantenklopapierrollen, ne? Die Dinger da. Futter für den Winter, ne? Ja. Yeah. Ich sage, wo ist das Problem? Mein Treckerfahrer ist abgesprungen, der hat keine Lust. Ich sage, vor euch Trecker. Ja, kannst du den Trecker fahren? Ich sage, ja, ich bin in Hamburg und vielen Landen aufgewachsen, da bin ich auch Trecker gefahren, als Schuljunge. Ja, aber Trecker, ne? Nicht Traktor. Ne? So. Also, ja, sagt er, dann kommt meine Frau heute Abend um 7, fangen wir an. Und dann geht das so bis 12, 1 Uhr in der Nacht. Und dann müssen wir ungefähr fertig sein. Dann habe ich alle Leute zusammen, die zum Abladen, die zum Aufladen. Und wir erklären dir das, wie das geht. Und dann, jo. Dann kam der, kam sie, tutet, ich mache die Tür auf und sehe nur Reifen. So ein Trecker mit so einem 3-Meter-Reifen oder so einem 3,5-Meter oder so. Da gehst du hinten eine Treppe ins Haus rein, da in dieses Fahrerhaus. Da, ne? Was ist das denn hier? Ne? Dann hat sie mir erklärt, vorwärts, rückwärts, seitwärts, ich weiß gar nicht, 1000 Hebel. Ich sage, stopp. Sag ich, was brauche ich? Vorwärtsgang, Rückwärtsgang, das und das. Ich sage, das behalte ich jetzt so schnell alles. Gar nicht. So, dann bin ich losgefahren mit einem Anhänger, komme da auf dem Acker, hängen die mir noch einen zweiten Anhänger an. Ich sage, wie? Ja, sagt er, ist alles kein Problem. Sagt er, wir laden dich hier voll. Du weißt ja, wo du hin musst. Bei mir zu Hause, dann hinten in der Ecke. Da steht dann schon der zum Abladen. Und wenn du um die Kurve musst, immer groß ausholen, damit du nirgendwo gegenfährst. Habe ich auch hingekriegt. Wir waren nachts um 1 Uhr fertig. Ich sage, jetzt bringst du mich aber nach Hause. Ich muss morgen früh meinen Laden hier wieder aufmachen. Ne? So, nee, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Jetzt frühstücken wir erstmal. Ich sage, was machen wir jetzt? So, kommen wir nach Hause, kommen wir zu, steht seine Frau um 1:30 in der Küche. Schinken, Eier, Kotelett, ich weiß gar nicht, was da alles gab. Dann kam die ganze Crew zusammen,
Dann haben die noch angefangen, da zu bechern und haben erstmal, also erst kräftig gegessen und dann noch ordentlich noch zwei, drei Bier hinterher. Die habe ich dann ausgelassen. Dann bin ich nach Hause. So, und jetzt kommt der Gag. Und jetzt kommt der Gag. Morgens um 8:30 kommt unsere erste Mitarbeiterin, die uns beim Bedienen, eine der Bedienbehilfen, sagt sie, na, ich habe gehört, der Neue ist gut um die ganzen Ecken und Häuser gekommen, hat nichts verloren. Ich sage, es ist 8:30 morgens. Ich sage, ja, von bis 1 Uhr in der Nacht haben wir die Silage weggebracht. Woher weißt du das denn schon? Also wenn der Neue sowas macht und hier mithilft, dann ist er auch jetzt integriert, sagt er, du brauchst jetzt doch keine Sorgen mehr machen, du bist jetzt doch. Du gehörst jetzt dazu. So ticken die hier. Ne? So. Mir hat es Spaß gemacht, ich fand das lustig. Ich hatte auch feuchte Finger zu Anfang, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war doch ganz schön lang mit den beiden Mit den zwei Anhängern und den ganzen Anhängern da, Silageballen da drauf, ja. Ja, das kann ich mir denken, ja. und dann diese kleinen Mitteldeiche sind ja so groß dann auch nicht. Und ja, was er noch zu mir gesagt hat, da fand ich auch lustig. Ich sagte, wenn dir ein Auto entgegenkommt, musst du keine Angst haben. Die fahren alle beiseite. Wenn du kommst, fahren die alle beiseite. Ist tatsächlich hier. So, und somit hat man uns dann relativ schnell hier aufgenommen. So. Dann haben wir als es dann ersichtlich wurde, dass wir ein Hotel bauen, haben wir alles, den gesamten Hotelbau haben wir dann hier auf der Insel laufen lassen. Wir hatten den Maurer von hier, wir hatten den Klempner von hier, wir hatten den Tischler von hier, den Elektriker von hier, wir hatten nichts vom Festland. Außer die Möbel für die Zimmer, das wollte mein Tischler nicht, sagte, das schaffe ich nicht so schnell, sagte er. Ich sage, sonst mach du gerne hier die Möbel und sag, mach einen vernünftigen Preis, dann kannst du die auch nochmal, nee, sagte er, die musst du dir woanders holen. So, und das haben uns dann, glaube ich, die Insulaner eigentlich zugute gehalten, dass wir alles hier gelassen haben. Ich meine, das war ja nur eine siebenstellige Summe mit fast einer 2 vorneweg. Wir waren ja knapp an 2 Millionen dran. Und dann ist das, wenn das alles auf der Insel hier bleibt, das haben die schon registriert, dann, dass wir eigentlich gerne hier sind und sein wollen. So, und jetzt sind wir, das 11. Jahr fängt jetzt an und jetzt ist, glaube ich, alles relativ normal. Ihr seid integriert. Und mit eurem Pharisäer sind ihr auch einverstanden? Also wir haben das erstmal alles so gelassen, wie es ist. Und der Pharisäer wird auch überhaupt nicht verändert. Gar nicht, überhaupt nicht. Da wird nicht mal die Rumsorte geändert. Ne? Das bleibt alles so, wie es ist. Das ist das Original und das soll auch so sein. So, und eigentlich sind sie zufrieden, ja. Wir werden hier von den Einheimischen eigentlich relativ gut frequentiert. Du kannst von den Einheimischen nicht leben, du musst von den Touristen leben, das ist klar. Aber die kommen schon mal der eine oder andere zum Kaffee trinken und vor allem zum Eis essen. Ja, also das ist, wir sind rundherum zufrieden. Super. Du hast Geht gerade schon nichts mehr gesagt, ich bin zwischenzeitlich zum Du übergegangen, einfach so. Ich hoffe, weg. das Ach ist nee, alles okay. gut, das stört mich nicht. Du hast gerade schon erzählt, dass ihr eine größere Baumaßnahme hattet. Das heißt, ihr habt den Pharisäerhof noch erweitert und vor allem, ihr habt ein Hotel mit einer ganz besonderen Zielgruppe, ne? Ja, eigentlich wollten wir das ja nicht. Eigentlich wollten wir nur ein bisschen faulenzen in den letzten Jahren, Kaffee, bla bla. So, und unser Getränkehändler, der uns hier beliefert und auch gut beraten hat, auch zu Anfang gleich, als wir nur Kaffee waren, sagte, hast du nicht Lust, oben in dem Pharisäerhof selber, oben, da war ein riesengroßer Raum, ein Museum. Hast du nicht Lust, da den Hofladen wegzumachen und oben das wegzumachen und so wie schon mal geplant war, 4, 5 Ferienwohnungen reinzusetzen? Wir brauchen hier an der Westküste Übernachtungsplätze. Oh, ich sage, nee, sag, ich bin zu alt für sowas. Sag, mit 50 fängt man sowas nicht mehr an. Und ja, doch, sagt er, das ist überhaupt kein Problem. Und er kennt da jemanden. Und ja, dann kam hier eine Dame, die hat uns erzählt, dass sie so Hotels ein bisschen berät und macht und tut und Marketing und, und. Ja, und dann saßen wir hier und ich sage, ja, sag ich, Ferienwohnungen, 5 Stück, 6 Stück ist viel zu teuer und dann der bisschen Umsatz. Nee, sagt sie, wollen wir denn nicht hier ein Hotelkomplex hinsetzen? Ich sage, nein, sag ich, wer gibt einem 50 Jahre alten Menschen noch so viel Geld? Ne? So. Ja, sagt sie, ich arbeite mit jemandem zusammen, der Herr Kortes, der ist so für Finanzierung zuständig. Man kann mal bei der Landesbank nachfragen und für touristische Sachen gibt es manchmal auch ein bisschen Förderung. Also es gibt nicht Geld geschenkt, aber sind vergünstigt. Das Übliche halt. Ne? Und dann saßen wir da und dann liefen unsere Hunde unten rum. Ne, im Café und haben gespielt und geballt sich. Und dann sagt die Frau Rieger, sagen Sie mal, können Sie sich vorstellen, dass Sie ein Hotel machen für Hunde? Gast mit Hund. Ich sage ja, bei und? Sag ich, wie soll sich das denn rechnen? In jede Ferienwohnung kannst du einen Hund mitnehmen hier. Ne?
Das läuft doch überhaupt nicht. Ja, sagt sie, aber Frauchen möchte auch mal ein paar Tage nicht kochen. Ne, die möchte sich auch mal verwöhnen lassen. Und das ist in der Ferienwohnung nicht der Fall. So, und dann geht es los. Wo gehe ich abends mit meinem Hund hin? Wer lässt mich überall ins Restaurant und wer nicht? Ja, und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Dann haben wir angefangen, drüber nachzudenken. Und dann hat sie eine Analyse gemacht und die war positiv. Und dann kam der Herr Cordes, der hat eine Analyse gemacht. Die war dann positiv. Und dann sind wir alle Mann zur Bank. Und dann haben die gesagt, naja, wenn ihr beide sagt, dass das funktioniert, da haben wir schon öfter was mitgemacht, dann mach du mal. So, und dann saßen wir beide da, meine Frau und ich, dann haben die gesagt, wenn wir bis 2 Millionen ausgeben und da drunter bleiben, dann könnt ihr das gerne machen. Das rechnet sich. So, ja, genauso wie Sie jetzt schauen, habe ich auch geschaut. Genauso. Wir haben im Auto, wir sind raus aus der Bank, wir haben gar kein richtiges Gespräch geführt. So, das ging alles so beiläufig. Und wir beide raus ins Auto und haben uns beide ungefähr eine Minute angeguckt, ohne dass wir beide was gesagt haben. Wir waren so perplex, weil jetzt lag der schwarze Peter ja bei uns. Machen wir es oder machen wir es nicht? Wollen wir ein Hundehotel auf Nordstrand? So ungefähr, ne? Ja, ja, ungefähr, ja. So. Und dann sind wir nach Hause und dann haben wir 14 Tage lang das Für und Wider diskutiert. Das Wider war eigentlich das hohe Alter. Das Wider war eigentlich die zu erwartende Aufgabe, die viele Arbeit. Und das Für war eigentlich so die Altersabsicherung so ein bisschen so. Und auch der Gedanke so ein bisschen so. Und, ne? Ja, meine Frauen haben mich machen lassen in der Hoffnung, dass das sowieso nicht klappt. Ja, und dann hat es geklappt. Und dann auf einmal hieß es, wir haben eine Baugenehmigung, wir fangen jetzt an. Tja, dann haben wir hier ein bisschen alles umgemodelt, hatten dann so ein Dreivierteljahr Baustelle hier, haben das Kaffee weiter betrieben in der Zeit. Das war natürlich hochinteressant. Die haben hier alle nur gefragt, die hier gekommen sind, was. So, und ja, es hat Bomben eingeschlagen. Das haben wir aber auch ein bisschen unserer Frau Rieger zu verdanken, weil die erste Werbeaktion haben wir mit Aldi Süd gemacht. Aldi Süd? Ja, ich war völlig perplex. Irgendwann ruft unsere Frau, unsere Agentur, die heißen Primo, sitzen in Frankfurt, die haben gerade rausbekommen, dass Aldi Süd macht eine Aktion Urlaub an der Nordsee. Und da kann man sich mit so einer Seite einkaufen, so eine kleine Seite kostet bei denen 8.000 Euro. Und ich sage, nee, das machen wir nicht, das ist mir zu teuer. Bei Aldi Süd, wer weiß, ich gar keine Vorstellung. Ne? Nee, sagt sie, brauchen sie auch nicht, wir brauchen auch keine 8.000 bezahlen. Wir bezahlen nur, wenn wir eine ganze Seite nehmen, weil die das so spannend finden mit den Hunden, kriegen sie die für 2.000 Euro. Ich sage, dann machen wir das. Ja. Und dann haben die das gemacht. Und als irgendwann so 14 Tage später, ist dreimal unser E-Mail-Fach explodiert. Wir haben pro Tag zwischen 500 und 800 Anfragen gehabt. Wir haben 4 Wochen mit 2 Mann nur geantwortet. 10, 12 Stunden haben wir hier gesessen. Haben nur geschrieben. Dann rief mal Oma Bertha an aus Ulm. Ne? Kann ich denn auch zu Ihnen kommen, wenn mein Hund, der kriegt aber nur immer frisch gebratene Schnitzel? Wie regeln wir das denn? Solche Fragen kamen dann gleich. Ne? So, und da waren wir also. Und das Schlimmste war, alle haben gesagt, wir kommen erstmal und testen Sie mal, ob das auch so stimmt. Und dann sind die alle immer nur eine Nacht geblieben. Auschecken. Ach du meine Güte. Einchecken. Wir sind nach 3 Monaten haben wir gesagt, wir haben aufgemacht, waren nach 4 Wochen ausgebucht. Und das über einen Zeitraum von 12 Wochen. Und dann haben wir gesagt, wenn das Hotelleben ist, jeden Tag einchecken, ausschecken, wir sind mit dem Putzen nicht nachgekommen, wir sind mit dem Checken hier nicht nachgekommen, wir hatten anfangs Fehler, logischerweise. Ne? Ich sage, das Hotel kommt wieder weg, der ganze Pharisäerhof wird gleich so verkauft, sage ich, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das will ich nicht. So, dann haben wir uns im Herbst zusammengesetzt mit Frau Rieger und dann hat die gesagt, du, wir müssen das anders machen. Erstmal Minimum 2 Übernachtungen. Mittlerweile sind wir jetzt schon im Sommer bei Minimum 3 Übernachtungen, damit man das Wochenende nicht ausgenutzt wird als Standbein und Sprungbrett für Schwedenurlauber oder sowas. Ne? Mhm. So, und somit wurde das Ganze dann so in die richtigen Bahnen gelenkt und die haben uns gezeigt, wie sowas geht. Was ist denn das Besondere? Also macht ihr mehr für den Hund oder macht ihr mehr fürs Herrchen oder fürs Frauchen? Na, für alle, ne? Für alle. Also erstmal dürfen die. Der Hund kann überall mit hin. Der kommt zum Frühstück mit. Das ist alles so gesundheitsamttechnisch alles eingepegelt, dass es darf. Er kommt zum Abendbrot mit und dann Tisch auf der Terrasse, was weiß ich wo.
Dann haben wir einen kleinen Hundespa. Das heißt, den haben wir auch mit Absicht gebaut. Das war die Idee meiner Tochter, die hat gesagt, Papa, was machst du denn, wenn der Hund beim Graben war? Dann laufen die alle durchs Hotel, dann stinkt der Flur immer. Und dann gehen die in die Zimmer und wenn wir Pech haben, läuft der schnell nochmal durch die Betten und dann erst in die Dusche. Lass uns mal ein Hundespa bauen. Da haben wir uns so eine Holzhütte gebaut oder bauen lassen. Da ist dann eine begehbare Badewanne drin zum Abduschen. Dann haben wir hinterher dann da noch einen Föhn, einen Hundeföhn. Extra, es gibt, ja, wusste ich auch nicht, es gibt Föhn extra für Hund. Oh Gott. Der ist nicht so heiß, weil die Hunde mögen nicht heiß, der hat mehr Luft. Okay. Also, und für die Zarten, so für, wenn man so ein Pekinese kommt oder so, sagen wir, die man auch mal auf den Arm nimmt, ne? Ja. So, wenn die im Frühjahr oder im Herbst kommen, wenn hier noch der Wind bläst und so kalt ist, dann haben wir auch noch Wärmelampen, die können die sich dann nach dem Föhnen dann auch noch auf eine Decke unter eine Wärmelampe legen, mal so 15 Minuten. Das haben wir alles in dem Hundespa mit drin. So damit, also so ein Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Wenn der Gast kommt, dann hat er auf dem Zimmer, der Fressnapf ist da, da ist ein kleines Leckerli drin. Das Hundebett steht da. Ne? Wir haben in jedem Zimmer, wird immer rausgeräumt, immer frisch reingeräumt, wenn ein neuer kommt, ein neuer Gast. Weil wenn tatsächlich, was jetzt kaum noch vorkommt, einer mal ohne Hund kommt, der muss dann ja nicht ein Hundebett im Zimmer haben. Ne? Aber ich glaube, die Quote ist auch, die ist schon unter 1%, glaube ich. Also wir haben alles eigentlich Gast mit Hund. Wie viele Hunde dann, sind denn da manchmal bei Ihnen in Extremsituationen an so einem Wochenende, wenn jetzt jeder ein oder zwei Hunde mitbringt? Also im Sommer sind wir eigentlich, also nie unter 20 Hunde. Wir haben 28 Zimmer und ich sag mal, nee, das ist mehr. Müssen im Schnitt immer so 25 sein. Also ist, wenn wir ausgebucht sind, dann hat fast jeder, also so gut wie alle. Ja. Das Stärkste war bis jetzt Silvester 19 zu 20. Ja, 20 war März Schluss, 19 zu 20, genau. Da waren wir 36 Hunde bei 54 Menschen. Ist das dann mit viel Gekläffe verbunden oder wie läuft das dann ab? Nein, gar nicht. Nein. Wenn der Gast zu uns kommt, dann erzählen wir ihm gleich, wie es hier abläuft. Dass der Hund bitte überall mit hin und nicht einsperren. Einsperren mögen wir gar nicht, das sagen wir auch. Wenn wir Gäste dabei erwischen, die morgens ihren Hund einsperren, dann unterwegs sind den ganzen Tag und abends aus dem Zimmer holen, dann muss er nächsten Tag abreisen. Und sagen wir, dafür seid ihr hier falsch. Ihr sollt euren Hund mitnehmen. Dafür macht ihr Urlaub mit Hund. Wir hatten zwei Stück da, die haben gesagt, also wenn das morgen wieder passiert, müssen sie uns leider verlassen, weil wir wollen nicht, dass der Hund den ganzen Tag alleine ist. Das ist ja nicht der Sinn der Übung. Ne? So, es geht uns eigentlich ja nichts an, aber das wollen wir dann einfach nicht. Mhm. Und dann nochmal so, sagen wir mal so zum besten Verständnis, der Hund macht Urlaub und sie dürfen mit. Das ist so der Standardspruch. Und dann sind eigentlich schon die Dämme gebrochen. Dann wird auch der so ein bisschen skeptisch hier reinkam, der hat dann schon mal ein Lächeln drauf. Ne? So, das ist dann schon so. Und das funktioniert ganz gut. Genauso wie beim Abreisen, wenn da wird öfter mal die Anmerkung gemacht, machen Sie was ins Wasser? Ich sage, wie ins Wasser? Ja, Baldrian oder sowas? Ich sage, wie ins Wasser? Sag ich, ein Hund in der Fenster? Nein, wieso? Ja, unser Hund ist so entspannt. So entspannt ist er nicht mal zu Hause. Ich sage, ja, sag ich, der weiß, dass er hier sein darf. Der muss seinen Nachbarn nicht anknurren, weil der darf auch da sein. Ich glaube, die Hunde spüren das untereinander. Die merken das. Also wir haben einen Stammgast, der kommt aus Wolfsburg mit einem Cockerspaniel und der sagt, wenn er über den letzten Mitteldeich hier fährt, über die letzte Schwelle, bevor er in den Elisabeth-Sophien-Po kommt, springt der Hund hinten auf, fängt an zu jaulen, zu jäppeln und rennt nur noch im Kreis in seinem Kofferraum da hinten drin rum und freut sich. Wahnsinn. Die waren auch schon 6-7 Mal hier. Die Leute, wenn sie in der Regel eine Woche bei uns bleiben, sind die auch jeden Tag unterwegs. So. Gibt es denn für die Hunde auch Pharisäer? Nee, das nur weniger. Alkohol schon mal gar nicht. Das Einzige, was wir machen, da wir nun auch unser Eis hier selber machen, wir machen auch Hundeeis. Also Hundeeis? Speziell für den Hund, da ist dann sehr wenig Zucker drin. Ja, das mache ich aber nicht, das macht unsere Tochter. Die hat da ist Mascarpone, was weiß ich nicht, alles drin. Alles Lebensmittel, da sind gar keine Hundesachen drin. Aber das ist dann speziell für den Hund. So, dann kriegt auch der Hund immer mal ein Eis. So. Ja. Danke, dass du uns heute mit nach Nordstrand genommen hast. Ja, ich hoffe, das hat Spaß gemacht, ne? So ein bisschen. Ja, total klasse. Total viel Einblick. Total klasse. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Habe ich doch gesagt. Da ist was los auf Nordstrand. Also,
auf nach Nordstrand, würde ich mal sagen. Das ist offiziell eine Halbinsel, ist von drei Seiten nur vom Meer umgeben und ist über den Nordstrander Damm tideunabhängig, ohne Fähre zu erreichen. Also eben, man kann mit dem Auto ganz normal hinfahren. Und von Husum aus ist man in gut 20 Minuten dort. Von Nordstrand aus, von Strucklandungshörn aus, kann man dann mit der Fähre ja, das ganze Wattenmeer entdecken und die Inselwelt. Also es fährt die Fähre nach Pellworm, zu den Halligen, nach Amrum und Sylt. Aber Nordstrand ist eben auch toll. Und Nordstrand erstmal kennenzulernen und Pharisäer zu trinken und so. Ihr habt jetzt ja einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie die Menschen und wie die Insel so ist. Ich will noch zwei andere Dinge sagen. Zum einen habe ich ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich eine Facebook-Gruppe eingerichtet habe und es gab jetzt eine Anfrage, wie man die denn findet. Scheinbar ist die schwer zu finden. Dabei heißt sie einfach Nordsee-Podcast und ich habe jetzt sicherheitshalber den Link nochmal auf die Website gestellt, also auf der Startseite von www.nordseepodcast.de. Da steht ganz unten der Link zur Facebook-Gruppe. Ich hoffe, das klappt, sonst meldet euch nochmal. Da muss ich gucken, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Und dann mache ich jetzt ja seit einem Dreivierteljahr diesen Podcast mit ganz viel Herzblut, mit ganz viel Spaß, weil ich mich einfach die ganze Zeit mit meinem liebsten Thema beschäftige. Und das gibt einfach gute Energie und das, der Funke kommt ja auch rüber. Und denkt doch mal drüber nach, ob ihr sowas mit eurem Herzensthema nicht auch machen wollt, ob ihr nicht auch euren eigenen Podcast ins Leben rufen wollt. Das ist in Deutschland noch nicht so verbreitet. Bislang haben überwiegend Firmen oder Medienunternehmen haben im Studio produzierte Hochglanz-Podcasts. Aber podcasten kann wirklich jeder. Und das ist in anderen Ländern viel, viel verbreiteter. In USA, in Australien, auch in vielen anderen europäischen Ländern gibt es viel mehr solcher privaten Podcasts. Und das Gute daran ist eben, dass man mit so einem Podcast Gleichgesinnte erreicht. Und zwar über Ländergrenzen, über Kontinente hinweg. Und das ist einfach total reizvoll, weil man ganz viel Rückmeldung kriegt, weil man in seiner Nische, in seinem Spezialgebiet einfach Gleichgesinnte finden kann. Und denkt doch mal darüber nach, ob das nicht was vielleicht für euch sein könnte. Es ist wirklich nicht so schwer. Lasst euch nicht abschrecken von der Technik. Es ist ja auch toll, das dann geschafft zu haben und dann zu sagen, ich habe meinen eigenen Podcast. Wie es geht, das erkläre ich euch schon mal Schritt für Schritt. Könnt ihr euch kostenlos runterladen unter www.deineigenerpodcast.de. Das ist nur so eine Landingpage und da kommt ihr hin zu diesem Podcast-Planer. Das ist eine Checklist. Da habe ich euch noch mal ein paar Sachen rund um den Podcast aufgeschrieben und eben auch, wie ihr vorgeht, wenn ihr darüber nachdenkt, ob ihr einen eigenen Podcast haben wollt. Wenn ihr ein Unternehmen habt, ist das auch cool, um euch modern zu zeigen und um anderen schon mal ein paar Informationen über euch, über eure Arbeit im Podcast mitzugeben. Den können Sie dann erstmal vielleicht auf eurer Website abrufen. Aber dadurch ist schon mal eine Hemmschwelle genommen und Sie haben einen ersten Kontakt zu euch, ohne direkt bei euch persönlich vorstellig zu werden. Und dann machen Sie sich einen Eindruck von euch und sagen, ey, der ist eigentlich cool, da gehe ich mal hin. Oder der versteht was von seinem Fach, da gehe ich mal hin. Also Podcasten ist vielleicht ein neuer Gedanke, aber ich glaube, dieses Jahr ist perfekt, um sich nochmal neu aufzustellen. Und am Nordsee-Podcast merkt ihr es ja, dass es einfach funktioniert. Und ich habe das ja auch privat ins Leben gerufen und schneide das alles zu Hause und mache das alles komplett alleine. Und es geht. Also, das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, werdet nicht müde, anderen davon zu erzählen und hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung oder abonniert den Podcast da, wo ihr ihn herunterladet. Das ist auch alles gut, um diesen Podcast zu supporten. Ja, heute Morgen habe ich ein tolles Interview aufgezeichnet mit dem Schiffsansagedienst in Cuxhaven. Das gibt es, glaube ich, in 2 Wochen und nächste Woche sprechen wir mit Schliegschlitten-Weltmeistern aus Greetsiel. Unfassbar. Ich freue mich darauf, euch nächste Woche wieder coole Meermenschen vorzustellen. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Tschüss.